I want the top. Was geht ab, Leute? Neues Video. Es ist einiges passiert in letzter Zeit. Wie ihr seht, haben wir hier eine ganze Menge richtig riesige Pakete. Die packen wir gleich sofort aus, bauen das auf. Da hinten sind noch einige weitere, unter anderem neue Fahrräder. Darum werden wir auch gleich direkt eins aufbauen. Und zwar wird das wieder ein spezielles Rad. Erstmal kurz zu den vergangenen Wochen. Ihr habt gesehen, es kamen extrem wenig Videos im Vergleich zu sonst. Einerseits, weil wir mal ein bisschen zurückfahren wollten und ein paar längere Videos machen wollten, beziehungsweise Videos über einen längeren Zeitraum gefilmt wurden. Ich war den ganzen Januar hier exakt 2 Tage zu Hause, extrem lange Zeit in Mexiko verbracht. Zwischendurch hatte ich noch Corona und so weiter und so fort. Jetzt hoffe ich, dass es so halbwegs in gewohnter Manier weitergeht. Ich bin extrem gespannt auf das, was ihr hier im Hintergrund seht. Und zwar sind das Pakete von Weberwerke. Ihr seht es ja eh direkt, es wird eine riesige Werkstattwand, eine richtig geile Werkstattwand. Dafür kommt da hinten ein Regal weg und wir pimpen die komplette Werkstatt nochmal aufs nächste Level. Und ich hab Bock, wir machen das, dann bauen wir direkt noch ein geiles Rad auf. Let's go! Da ist das gute Stück, bringt die Garage auf jeden Fall meiner Meinung nach auf ein ganz neues Level und ich kann vor allem wunderbar nicht nur mein Werkzeug darin verstauen, sondern auch meine ganzen Helme und das Fahrrad-Equipment, was sonst immer bei mir vorne auf irgendwelchen Tischen rumfliegt, wenn ich es gerade nicht benutze. Und jetzt kann ich das wunderbar hier verstauen und wir nutzen es auch direkt, denn, wie eben versprochen, wir bauen direkt ein neues Rad auf. Ich habe hier eigentlich sogar mehrere Räder, aber das schaffen wir nicht alles in einem Video. Ist ja schließlich wieder eine neue Saison, das bedeutet, es gibt auch wieder neue Räder. So, und zwar wollte ich mit dem Rad ja wieder ein bisschen was anderes machen, beziehungsweise haben wir es ja schon mal so gemacht. Und zwar soll das wieder so ein Slope-Duro, beziehungsweise Free-Slope werden. Dementsprechend müssen wir ein paar Umbauten machen im Vergleich zum normalen Freeride-Aufbau. Das Soulfire kommt ja standardmäßig so als eigentlich schon so als Multifunktionstool. Und zwar, wenn man vorne die 180 mm Federweg hat und dann noch hinten das 12-Fach-Schaltwerk, dann kann man sowohl Freeride und Downhill damit shredden, kann aber auch noch halbwegs angenehm damit bergauf fahren. Ich will es jetzt allerdings gerne wieder Barspin-tauglich machen und dafür habe ich hier wieder von Reverse diese Top-Cap, wo man eben die Leitung der Vorderradbremse komplett durchlegen kann. Das heißt, da braucht man auch eine dementsprechend Gabelkralle mit einem etwas dickeren Loch quasi dafür. Die ist auch direkt mit dabei. Die bauen wir wieder ein in die neue Gabel und dann muss ich gucken, ob ich auch direkt hinten Single Speed umrüsten kann oder ob wir da erstmal noch das Schaltwerk dran lassen und das dann demnächst machen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich alles da habe, was ich dafür brauche, denn ich baue wieder die Laufräder von einem anderen Rad ein, weil ich noch keine neuen Laufräder für diese Saison bestellt habe. Und ich glaube, hinten ist ein XD-Laufwerk drauf und dafür brauche ich wieder einen anderen Single Speed Adapter. Den habe ich, glaube ich, nicht da, muss ich gleich mal gucken. So. Wie ihr hier sehen könnt, ist eben das Loch in dieser Gabelkralle wesentlich größer als normal und dann passt halt perfekt die Leitung durch. Man könnte jetzt auch noch, wie aus dem Trail-Bereich, mein Trailrad habe ich ja so eine komplette Röhre quasi da drin, da geht das so schräg rein, damit die Leitungen nicht beschädigt werden. Könnte man theoretisch auch noch mal in so einem Mountainbike nachrüsten, aber ohne funktioniert es auch wunderbar, hat letztes Mal auch wunderbar geklappt. Just need you.
Arschgeile Nummer. Eine Sache habe ich nicht bedacht, da das Rad ja eigentlich schon so halb aufgebaut war. Ist jetzt die Bremsleitung vorne so kurz, dass sie so zwar perfekt passt, aber wenn ich die jetzt hier oben durchlegen würde, sieht man, dann würde es etwas eng werden mit dem Bremshebel hier. Das heißt, ich brauche erst noch eine längere Bremsleitung, die ich dann hier durchlegen kann. Dann kann ich natürlich auch direkt alles auf einmal machen, weil ich da hinten eh noch den XD Single Speed Driver brauche. Sprich, wir bauen uns jetzt erstmal so auf, als normales Freeride-Bike. Und ja, dann mache ich die Tage noch die Finishing Touches, um das dann halt auch als Slope-Free-Slope-Slope-Duro nutzen zu können. Laufräder kommen dann vielleicht auch nochmal andere rein. Ich würde es gerne so schwarz wie möglich halten, mal ausnahmsweise. Deswegen, ich habe jetzt gerade noch rote Narben drin. Ich glaube, was noch geil käme, wäre dann wirklich komplett schwarze Narben. Vielleicht sogar noch irgendwie ganz dezente Decals anstatt den gelben Decals drauf oder so. Gucken wir mal, was noch geht. Aber erstmal machen wir es jetzt so fertig und dass es erstmal fahrbar ist. Fast forward ein paar Tage. Es sind mittlerweile alle Sachen da, die wir brauchen, um das neue Freeslope Duro fertig zu bauen. Ganz wichtig natürlich von Noah Hubs einen brandneuen Satz Laufräder, und zwar hier die Command-Felgen auf den Evo-Narben in schön schlicht, wie wir es wollten, schwarz-weiß gehalten. Außerdem von Rose habe ich ein Set von Decals in weiß bekommen, die kleben wir einfach über die anderen drüber, weil ich ja gesagt habe, ich will das Rad so schlicht wie möglich in schwarz-weiß halten. Und weil mich häufiger mal Leute von euch gefragt haben, ja, woher kriegst du die Decals von Rose? Also ich habe die jetzt zwar direkt über Rose bekommen, aber das Einfachste, was ihr vielleicht machen könnt, ist einfach wirklich online das Logo raussuchen, wenn ihr ein Rose-Bike habt und das vielleicht farblich ein bisschen anders gestalten wolltet, und euch dann einfach online eine Firma suchen, die halt geplottete Sticker produziert, und denen dann die Datei schicken, und die plotten euch dann die Sticker in der gewünschten Größe, weil es die, glaube ich, so halt nicht erhältlich gibt. Aber das wäre so der einfachste Weg für euch, um euch die selber zu beschaffen, falls ihr euer Bike auch mal anders designen wollt. Also die Sticker auch in weiß. Und von Reverse noch ein paar neue Teile. Und zwar gibt es von Reverse jetzt diese sogenannte Techno-Skin. Denn ich bin auch jetzt nicht mehr für All-Mountain-Style unterwegs. Und diese Reverse Techno-Skins, das ist wirklich ein reiner Rahmenschutz. Der ist vor allem durchsichtig. Die gibt es dann auch in Glossy oder in Matt. Und da geht es wirklich nur darum, den Rahmen wirklich zu beschützen und nicht da irgendwie noch ein anderes Design drauf zu machen. Dann bleibt der Rahmen nämlich so schön schlicht, wie der ist. Ich habe mir noch eine längere Bremsleitung besorgt, aber ich glaube, was ich einfach mache, ich switch einfach von einem anderen Rad, wo ich die Bremsleitung eh damals lang gelassen habe, um das eventuell zu einem Freeslope-Duro umzubauen, switche ich einfach die Bremse. Das macht es für mich, glaube ich, einfacher. Das machen wir jetzt und dann hoffen wir gleich auf ein richtig geiles, fertiges Rad. Dann hätten wir jetzt natürlich die Option, den Zahnkranz von dem eigentlichen Rad wieder auf die neuen Laufräder zu machen und eben das Schaltwerk beizubehalten, aber ich glaube, wir machen es direkt komplett als wirkliches Slope, Free Slope, und nicht mehr mit dem Duro-Teil, sprich das Schaltwerk lassen wir komplett weg, machen Single Speed Kit, und ich habe hier eben von Reverse extra diese XD-Adapter, und zwar einmal mit 13 und 14 Zähnen, und ich meine, wir hatten das Rad letztes Mal mit 13 Zähnen aufgebaut vor 2 Jahren. Und ich glaube, diesmal nehme ich mal 14, ich probiere mal mit 14 aus, das heißt ein bisschen leichterer Gang. Das heißt, es macht es einfacher anzutreten, dann ist es vielleicht auch eher wieder so wheelie-tauglich und dergleichen. Endgeschwindigkeit halt vielleicht nicht ganz so hoch. Aber ich glaube, diesmal probieren wir 14 Zähne SD-Kit, gucken, wie das geht. Ich muss übrigens sagen, ich bin dezent stoked über mein neues Setup hier mit der neuen Werkbank und mit der Schrankwand. Ich habe mir hier noch so eine LED-Leiste drunter geklebt, damit man hier wirklich perfekt arbeiten kann, und ich glaube, ich hatte wirklich noch nie so eine geile Werkstatt, also merci Weber. Jetzt brauchst du hier mal eine Ablage. So, das Schaltwerk muss natürlich auch ab. Anstatt dessen kommt hier von Reverse dann dieser Single-Speed-Kettenspanner dran, und dann müssen wir natürlich auch die Kette kürzen. Da muss ich dann gleich noch gucken, dass die Kettenlinie passt. Kann ich das hier über die Spacer so ein bisschen anpassen, aber da muss ich gleich erst die Kette für kürzen. Sieht man jetzt direkt, würde die Kettenlinie absolut nicht passen, und deswegen nehme ich hier jetzt die ganzen Spacer raus
Und dann sollte ich auf einer Linie sein. So, wir haben es fast geschafft. Wir kürzen den Lenker jetzt noch ein bisschen, da, wenn das wirklich basketballtauglich sein soll, ist es für mich ein bisschen angenehmer, wenn er ein bisschen enger ist. Ich mache ihn dann genauso breit wie meinen Dirtjump-Lenker, 750. Normalerweise ist der 810. Das Angenehme bei dem Winklenker ist, dass hier oben immer schon angezeichnet ist, wo man abschneiden muss für die gewünschte Länge. Ganz kurz noch, es gibt jetzt, ab jetzt, Regenjacken im Shop. Wie ihr hier seht, ich glaube, zu einem ziemlich unschlagbaren Preis. Perfekte Übergangsjacke, glaube ich. Gerade wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird, könnt ihr auch perfekt aber sonst noch Hoodies und so weiter drunter ziehen. Und wir haben Thermoshirts, falls es dann eben doch noch ein bisschen kalt ist, aber ihr nicht so fett angezogen sein wollt. Check's mal ab im Shop und viel Spaß damit. Und ja, wir machen die letzten Schritte am Bike. Prinzipiell alles fertig. Was wir jetzt noch machen, ist diese Reverse Techno Skin auf den Rahmen. Ist wie gesagt durchsichtig, aber schützt auf jeden Fall den Rahmen vor Steinschlägen und so weiter, damit er lange frisch bleibt. Das machen wir noch und dann ist das komplette Produkt auch fertig, schön clean in Black and White only. Choke. Taugt mal. Was denn tauglich ist es? Was will man mehr? Ich bin gespannt, wo es zum ersten Mal richtig in Einsatz kommt dieses Jahr, welcher Bikepark als erstes dafür herhalten darf. Das könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Es sind noch einige Bikeparks offen, die wir noch ansteuern müssen, wo wir noch nie zugekommen sind. Also gerne mal weitere Vorschläge dafür in die Kommentare. Ich glaube, ich mache nicht, oder habe ich mir zumindest vorgenommen, dieses Jahr nicht, für jedes einzelne Bike, was dieses Jahr kommt, ein neues Bikebild zu machen. Außer es sind komplett neue Modelle, die noch nie da waren. Oder halt sowas wie hier das Freeslope Duro Bike. Wenn ich jetzt einfach nur wieder normales Standardrad aufbaue, was nicht custom ist oder nicht irgendwie halt was Besonderes ist, dann werde ich dieses Mal, glaube ich, nicht jedes Mal ein Bikebild dazu machen. Einfach weil es ja, blöd gesagt, immer wieder das gleiche ist. Außer es sind natürlich komplett außergewöhnliche Farben oder Custom Designs und so weiter und so fort. Oder halt solche Geschichten. Außer ihr sagt, ihr wollt unbedingt jedes Bike sehen, dann könnt ihr es natürlich auch in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten seht ihr die Bikes ja auch, wenn sie in Benutzung sind. Ich habe zum Beispiel da das neue Rootmiller stehen. Diesmal in einer anderen Farbe für diese Saison. Das ist das neue Freeslope Duo. Ich würde es einfach nur Freeslope nennen. Für 2022. Ich finde es richtig geil, denn einfach nur all black and white. Passend zu der neuen Jacke sogar, aber das war gar nicht mal bewusst gemacht. Ich bin mega happy mit dem neuen Rad. Wenn es euch gefällt, gerne Like da lassen. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche für weitere Bike-Builds, Videos und so weiter, gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, lasst mich gerne wissen, in welchem Bikepark wir das Ganze mal shredden sollen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss.